Jo. Naja. Waren das letzten 2 Tage? Wieso? Was war? Berufsschule? Was gab's? Um 6 Uhr aufstehen? Das ist ja mein Leben. Ach, das war schon 6 Uhr aufstehen? So schlimm kann das doch nicht gewesen sein. Ja. Berufsschule und dann. Ja, das 6 Uhr aufstehen, weißt du, du hattest 5 Tage, wo du halt nicht um 6 Uhr aufstehen musst. Ja. Und dann hast du 2 Tage, wo du um 6 Uhr aufstehen musst. Das sind bei mir die Ferien halt, da ist das, mal gewöhne ich mich auch schnell dran, nicht um 6 Uhr aufstehen zu müssen. Ja, da ist doch manchmal schon mal passiert, dass ich echt gegammelt habe bis irgendwie 8:45 oder so. Das ist natürlich ein Unterschied, um 6 Uhr oder 8:45 sind ja mal schnell mal fast 3 Stunden mehr. Genau. Und dann gewöhnen darfst du dich nicht dran, aber Sommerferien sind gefährlich. Ja. Da weißt du, solange wie ich 5 Tage die Woche um 6 Uhr aufstehen muss, ist mir ideal. Mhm. Aber dann so, hä? Und dann wieder 3 Stunden später? Ja. Das ist schwierig. Meine Jetzt sag ich dir, du bist auch langsam alt, ja. Ich muss mal so verlegen. Was machst du denn da? Hä? Doch, gar nichts. Der tut doch nicht. Jetzt erstmal die Kette entfernen. So, was ist denn jetzt hier für Kakerlaka? Ein Schloss am Wörthersee. Ja, Kette weg. Hinterrad raus, gleich. Oder was? Nee. Ja. Nee, muss ja nicht. Nee, muss ja nicht. Aber hat er ja schön kaputt gefahren. Muss ich. Wieso? Wenn ich den Kronos nachstellen soll. Das Lager. Das war nicht Aufgabe jetzt. Jetzt war erstmal. Nee, na. Ich weiß nicht, ob er das alles machen wollte. Das werden wir heute Abend dann erfragen. Die Tour macht er erst dann und dann. Jetzt machen wir erstmal die wesentlichen Teile. Aufgabe ist auf alle Fälle Tretlager. Das hat er abgelegt. Das war in Ordnung. Weil das sieht nicht. Und natürlich mal das Pedal kann man festziehen, da kann man irgendeine Schraube drin bolzen. Hier in das Ding da oben fehlt ja eine. Da ist ja keiner drin. Ach das so. Lager von der Pedale kriegst du nicht repariert. Das ist auch schon durch. Aber das irgendwas muss raus. Ja, warum hast du denn rot angezogen heute? Ja, weil die Fahrer noch dranhängen. Weil was? Die Fahrer noch dranhängen. Die Deutschen. Der deutsche Fahrradplan. Der deutsche Fahrradplan. Bürger King. Ja, Schnackel. Wo ist deine Hand? Den anderen. Ach so. Das war ja nur eine Idee, Mensch. Na gut, dann schmeiß ich das in den Haus. Habe ich gekauft und hier ins Haus gehst du. Kannst du machen, kannst du lassen, kannst du zu Hause irgendwas an. Ich hab doch kein Zuhause. Es ist doch mein Zuhause hier. Ich hab doch kein Zuhause. Ja, ich tut weh, aber ich muss mal raus. So, warum tut sie weh? Hier fehlt eigentlich nur deine Axt. Mir fehlt eine kleine Axt. Ich muss den Sport wollen, ich soll schon 7 Sportabzeichen hier. So, was soll das sein? Eine Kette? Hier, Fessel. Ja, das ist schon in Ordnung, wenn du das sagst. Ja, der Rad muss eigentlich fest gezogen, nicht das. Genau, und darfst du nur für die Laufräder nützen. Sie kommt mit. Alles verarbeitet mit meinem Gummi, haben wir seinen Garten aus. Ja. Na, danke, damit die nicht mehr haben. Wer weiß? Ich nicht. So, jetzt haben wir hier so Kakerlaka-Lager wieder auseinandergenommen. Man kann ja nicht unterscheiden, wo ist das Rad? Wo ist der Mika? Sponsert bei Deutsche Post. Hier machen wir so einen Special-Effekt hier. Achtung, das war der Rest vom Lager. Aber guck dir mal die Kruste an hier drin.
Muss man ja ein bisschen frei buddeln, wa? Ja. Na, genau. Ich verstehe die Farbe nicht. Ich auch nicht. Wieso nicht? Das ist ein guter Rahmen. Das ist auf die Farbe, aber. Das sieht aus wie Eigelb oder wie so ein Keramikwerkstoff. Weißt du, Dotter. Eine scheuerte Frau hier. Ich mag das immer so in Gelb. Der ist dann immer schön hell und ist die Sonne und hellgelb. Positiv. Ja. Sonnenblumengelb. Ja. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie ganz schön wenig geschlafen haben. Erinnert mich, dass ich mir einen Zahnarzt anrufen muss. Na! Komm her! Guck mal hier, oder mach, nicht? Oder? Ich mach dir die Zahnzwischenräume sauber. Ja, ich. Oh! Na, aber schnell ist es nicht. War ja auch nur Stufe 2. So. Aber es läuft gut. Gut! Na denn? Was machen wir jetzt mit Frühstück, Jungs? Naja, ich würde mal sagen, das ist auch diese Futura 2 Beschichtung hier. Centurion hat doch dieses Experiment mit Farbe gemacht. Lack, sieht man ja. Und nicht mit Farben, sondern mit dem Lack selber. Und jetzt soll ja diese schlagbeständige Farbe sein. Bei Twitter hat es jetzt nicht so geholfen, weil er so aufgeblüht eher. Aber ansonsten ist ja eigentlich ganz gut aus, wa? Also keine großen. Ja, ist ja nichts. Also, Futura 2. Sieht dick, ist hässlich, ist schwer. Schweineschwer, die Farbe. Ja. So ein spezieller Lack. Aber es kommt der Tour de France nahe, weil die müssen ja auch immer extra Lack auftragen, damit sie in dieses Limit kommen und nicht zu leicht sind. Ne? Genau, kenne ich nicht aus mit Farbe. Ja, ja, die haben so eine 7-Kilo-Bestimmung und die meisten Fahrräder sind einfach nur noch 5,4 Kilo. Und die müssen sie halt einen Reflektor reinmachen. Ja, die müssen ja eine Flasche. Alter, hier, das ist aber durch. Ja, was sehen Sie ja noch? Soll ich dir sagen, was passieren wird? Hier. Jetzt. Hier wird die Felge reißen und zwar als erstes. Bei 40 km/h oder bei 70? Abhang. Nach ungefähr. Kreuzberg. Ich würde mal sagen, so knapp 1000 Kilometer. Von jetzt ab. Das schreiben wir mal auf. Mal gucken. Wir mal. Ich habe meinen Guara in Italien, ich habe überhaupt gar nichts beachtet. Ich habe die Kette gefahren, ich habe die Reifen gefahren, die jetzt hier, die haben 7 Jahre da drauf. Ich war bestimmt 20.000 Kilometer. Und dann war ich auf dem Land und dann macht es irgendwann puff. Habe ich nicht mal gemerkt, wie die Seitenwand komplett schon aufgefädelt war und der Schlauch einfach so als Frosch rauskam. War natürlich sofort kaputt gefahren. Und dann, der Italiener und ich in dem Dorf, wir haben das nochmal geflickt. Einfach nur den Schlauch geflickt, wieder reingesteckt, nochmal losgefahren. War total Blödsinn natürlich. Ging ja sofort wieder kaputt. Ja, deswegen die Einstellung hast du bis heute noch, diese Bart Simpson-Einstellung. Aua! Nein, Lerneffekt gleich null. Aber in Italien ist es halt so. Die helfen dir und dann kurz die Panne so und dann kam ein Volvo von meinem vorbei und sagt, wo willst du hin? Na hier, ja, ich muss da hin. Ich fahre dich dahin. Alles easy. Total freundlich. In Mailand bin ich mit meinem Rad so rumspaziert, weil ich mal Windows-Shopping machen wollte. Sofort einer angehalten und sagt, ey, hast du einen Platten? Kann ich dir irgendwie helfen? So. Jo, naja, gut. Ne? Schön, ja. Dass wir mal drüber gesprochen haben. Zu ihm bei den Kunden zurück. Ohne das. Ja. Aber er angekündigt, dass er Freilauf hat. In Teilen. Krieg mal auf. So, wir machen jetzt den Brötchen. Hier, Schröpfchen drin. Jetzt haben wir ein Schröpfchen suchen. Ja, ein Schröpfchen drin spendieren. Hier hoch. Das heißt hier hoch. Da fehlt auch eine. Probe. Hast du Schrauben? Kommst du in Blase oder? Ah ja. Brauchst du Hilfe? Nö. Beim Schraubensuchen nicht.
Ja, bitte? Ich brauche eine kleine Schraube, habe ich gerade festgestellt. Wenn na, da ist doch noch mehr. Ja, dann muss ich gerade mal daneben links und rechts gehen. Bei euch ist ja frei, ne? Ja. Ich habe schon eine kleine Schraube. Ja, eben mein Gepäckträger. Ist das die Rahmen? Ja. Das ist Rahmen. Ja. Oh. Gestern habe ich dann auch endlich mal einen Fahrradunfall gesehen. Endlich mal? Ja, vorne auf der diese lebhafte Friedenburg-Kanalbrücke. Bleibt Unfälle? Genau in die Mitte platziert. Eine Frau saß sie da so vom Fahrrad gefallen. Und sieht man gar nicht so. Boah, die wurde so vom reingeschmissen. Keiner weiß, wie es passiert ist. Ja, die saß total betröppelt da so. Auf dem Blatt ausgerutscht oder was? Geguckt so. Ich sag so, und hast du gesagt, was soll denn der Sitzstreik hier? Nee, ich mach weiter. Nee, da haben sich schon fünf Leute drum gekümmert. Wieso? Ganze Chaos hat sich nochmal verchaotisiert. Eben runter von der Straße. Weil die eine da so, ach du Scheiße. Und gleich ihr Rad auch hingeschmissen auf der Kreuzer. Ja, ja. Alles so. Sinnlos. Das darf nicht jeder erfahren, würde ich sagen. Das Ding ist nichts zum Lernen, das Ding ist Schrott. Ja. Auch nur ein Moped, was repariert werden muss, mehr ist es nicht. 13er ist hier noch. Warum habe ich den 13er genommen, wenn ich wirklich einen 10er habe? Was stimmt denn jetzt? Kann doch nicht. Was war da denn hier? Hast du natürlich hier falsch angeschlossen? Achso, nee, Quatsch. Nee. Doch. Nee. Nee. Doch. Nee. Nein, doch. Nein. Oh, oh, nein, 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 nein. Doch. Weil das Kabel normalerweise nicht rot sein sollte. Tja. Richtig? Ist aber so vorgegeben. Als rotes Kabel? Nein, nicht irgendein. Naja, haben nee, wir das nachlesen also ich, können? Ich meine, nein, aber ja. Es ist ein falsches Kabel. Das muss ja man jetzt mal dazu sagen. Ne? Schwarz wäre korrekt. Ja, oder grün. So grün. Muss man ja dazu sagen, man kann ja sagen, ja, da schließt er mal rote Kabel da an und räuchert eure Maschine auf. Das ist ja noch. Warte, damit 12,15. Sagt sie ab auf 11,6. Das passt sogar noch. Das ist ja gut. Ist die sogar noch top. Dann. Gang raus. Tschüss. Jetzt ist er gleich im Keller. Weil jetzt ist es vorbei. Wollen wir auch nicht mehr weitermachen. Also ich kann jetzt nicht mal mehr testen. Ich krieg die Karre ja nicht an. Ne, Zündkerze raus. Erstmal. Was denn Zündkerzen raus, Papa? Das Ding muss so funktionieren. Zündkerze raus, die stand jetzt 2 Jahre hier. Ja, was? Denkst du, da drin kommt Wasser denn in der Zeit? Zündkerze raus. Macht man normalerweise nicht. Nur bei Simme. Aber noch nicht bei sowas hier. Schaut ihr mal an. 4 Kerzen jetzt. Guck mal, wie verrußt sie ist. Mach die mal kurz ein bisschen sauber mit einer Drahtbürste. Achso, dein Telefon hier. Du bräuchtest eine Messingbürste, weil Drahtbürste macht die Kontakte kaputt. Dann machen wir es mit einer Messingbürste. Jo, also schrotten oder richten, das ist die Frage. In dem Fall hier richten. Echt jetzt? Ja.
fest eingespannt. Ohne Worte. So, ein bisschen groß. Zu scharf. Ja, aber ich muss ja erst noch festschrauben. So. Perfekt! Dreigang! Mensch! Zicken schon lang, der Weg. Aha, Finger klemmen. Das ist halt nicht so schlimm. Falsch rum sind auch doof. Aber einspeichern, zentrieren geübt habe in Spotify, ist wieder in die Kiste zu schmeißen bei mir. Bitte? Ja, na, also hier kann ich mich auf jeden Fall dran probieren. Ja, doch, machst du nicht verkehrt. Aber so, das jetzt nicht tun. Das wird was, aber also das ist machbar auf alle Fälle. Lang nehmen wir Speckstein. Ja, nur mal größer. da. Nicht so zaghaft. Das bleiben wir nicht. Machen wir eine fast dreiviertel Umdrehung. Nicht so zaghaft, oh ja. Schleifst du jetzt rechts oder links? Ja. Ja. Hopp, 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 hopp. Schauen wir mal. So, was haben wir denn jetzt hier? Das will überhaupt nicht mehr aufhören zu filmen. Das ist ja unglaublich. Achims Prüfungsarbeit. Schön da. Laufradbau. Von einem Peugeot. Mit einem kaputten Rahmen.
Wie bitte? Wieso? Sie hat mich angeschrieben, dass sie damit sprechen möchte. Wieso? Willst du nicht schreiben? Jo, guck's an. Ja, ja, deswegen habe ich es ja mitgebracht. Oh Mann, der Akku ist gleich schon wieder alle. Also ich weiß nicht, was mit dem Akku hier los ist. Den werde ich immer böse laden müssen. Und, haben wir uns entschieden? Ja, also nein, wir brauchen doch noch ein paar Informationen. Ah, mehr Informationen, warte. Mehr Informationen. Es braucht mehr Infos. Warte mal, da geben wir hier noch Infos. Bis dann, ciao, ciao. So, mehr Informationen. Alle, nein? Ich muss mich vorbereiten. So, was könnte sie mich denn noch fragen? Ich verziehe mich nach hinten. Mach mal. In aller Ruhe. Vorstecken. Ja. Erstmal. Naja, wisst ihr. Und dann machen wir Abnahme. Nachher ist es fertig. Wisst ihr, bei der Prüfung hast du 40 Minuten. Nee, 45. Oh, 45, haben sie erhöht, ja? Einspeichern 45, naja, 5 Minuten länger. Ja, sie die anmachen. Da draußen. Na, man kann nicht immer aufhören. Oh. Und er so um 20 Uhr ist Feierabend. Und ich fragte mich, wie spät ist denn das? Ich sage 2012. Ups. So, na gut, was soll ich denn sagen? Wir machen Feierabend für heute, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, sagt Tommy. Das Haus steht soweit, die Hülle steht, das Dach ist drauf, der Fußboden ist fast komplett drin. Heute aber wieder nicht zu berichten, nichts Besonderes vorgefallen, keine außergewöhnlichen Reparaturen. Und deswegen halte ich mich heute sehr kurz, oder war der Vlog heute sehr kurz. Alle Tüte, schlaft schön. Ja, ciao.